dass das wirklich eine richtig coole Preisverleihung ist, die es verdient hat, viel, viel mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Habe ich, glaube ich, erst wirklich heute Abend hier gespürt, ab Sekunde 1, als ich hier saß. Wir haben hier heute Abend so tolle Leute gesehen, die beglückt waren und innerlich strahlten, sodass man nur sagen kann, das macht glücklich, ehrenamtlich engagiert zu sein. Also selbst bei denen, die jetzt das nicht empfangen, sondern die es geben. Sind es 23 Millionen engagiert in Deutschland? Und wenn ich erlebe, und das haben wir heute Abend hier erlebt, was in den Menschen vor sich geht bei dieser Arbeit und wie sie erleben können, wie das Kinder verändert, wie das Jugendliche verändert, was sie selbst an Veränderungen an sich erleben, dann ziehe ich auch aus dem heutigen Abend den Schluss, diese Menschen brauchen mehr Anerkennung und Wertschätzung. Wir könnten noch viel mehr Potenziale auf den Weg geben, wenn Menschen erführen, ja, wir werden gebraucht, auf uns wird gehört, wir können was bewirken. Das ist natürlich eine ganz große Anerkennung. Wir sprechen im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements immer von Anerkennungskultur und das ist hier Anerkennungskultur Deluxe. Eine Botschaft an 23 Millionen Engagierte in Deutschland. Macht weiter so. Macht es auch für euch selbst. Mischt euch in eure eigenen Angelegenheiten. Nehmt das mal selbst in die Hand. Es macht verdammt viel Freude. Keiner kann es allein schaffen. Gemeinsam können wir viel bewirken. Bitte weitermachen und weiterhin mit so viel Herz und Dankeschön.